Gießen Cast Service ist ein Outsourcing-Spezialist, ist seit über 37 Jahren am Markt in Österreich, hat sich am Anfang rein auf Inkasso spezialisiert und auch für Bonität und Auskunfterteilung den Markt zur Verfügung gestellt. Wir sind in Österreich Marktführer mit einem Marktanteil von 33%, sind aber auch aufgrund der Anfragen unserer Kunden in Deutschland, in der Schweiz, Slowenien und in Kroatien aktiv. Wir haben 47,3 Millionen Transaktionsvolumen erreicht im Jahr 2011. Das ist jenes Volumen, das wir der österreichischen Wirtschaft zurückgebracht haben. Also jene offenen Forderungen, die nicht bezahlt worden sind, haben wir der österreichischen Wirtschaft zurückgebracht. Und das waren fast 50 Millionen Euro im Jahr 2011. Wir bewältigen dabei zwischen 350 und 400.000 Neuaufträge pro Jahr allein in Österreich, haben hier fast 5.000 Kunden und das stemmen wir mit 110 Mitarbeitern. Wir sind eingegliedert in die Transcom. Transcom hat hier eine Dachregion geschaffen, wo wir in Österreich zwar auch den deutschen Markt bearbeiten, aber auch mit unseren deutschen Partnern. Hier haben wir insgesamt 83 Millionen Transaktionsvolumen erreicht und haben insgesamt in Deutschland, Österreich und Schweiz fast 11.000 Kunden. Das Ganze mit 230 Mitarbeitern. Wir sind Anbieter und Dienstleister der Wirtschaft. Diese sehen wir nicht nur als Großkunden, sondern auch die kleinen und mittleren Kunden sind unsere Ansprechpartner. Und hier ist es für uns ganz wichtig, sich breit aufzustellen für alle Branchen, für alle Kunden, die, ob es jetzt Kleinstunternehmen sind, Kleinunternehmer, mittlere Unternehmer, hier stellen wir unsere Dienstleistungen allen zur Verfügung. Wie Sie hier sehen, haben wir einen sehr großen Anteil im Dienstleistungsbereich. Das ist hauptsächlich aufgrund unseres größten Kunden, der Gebühreninfoservice, der Tochter des ORFs, aber auch in der Telekommunikation. Telekommunikation sind wir Anbieter der A1, aber auch Hutchison oder Ähnlichen. Weiters auch im Kredit- und Geld- und Versicherungswesen. Hier haben wir Banken, BAWAG, PSK, und damit zeigen wir auch, dass wir auch mit sensiblen Daten und datenschutzkonform umgehen können. Unsere Services sind sehr breit gestreut, fangen schon ganz Anfang an beim Debitorenmanagement, in der Rechnungslegung, auch in der Early Collections, das heißt sofort nach Starten des Zahlungsverzugs können wir mit unseren Möglichkeiten einwirken und es ihnen ermöglichen, dass die Kunden, ihre Kunden, auch hier die Bindung nach wie vor stattfindet und auch bestehen bleibt. Gleichzeitig natürlich unser Geschäft, unser Hauptgeschäft, das vorgerichtliche Inkasso, dann auch die Betreuung des gerichtlichen Inkassos mit unseren Partneranwälten und auch die Überwachung von titulierten Forderungen. Early Collections, das heißt, sobald Sie die Zahlungen vermissen und die Fälligkeit überschritten ist, können wir mit unseren Services den Schuldner respektive Kunden kontaktieren und eben einen Zahlungseingang für sie erreichen. Damit bewahren wir eben die Kundenbeziehung, damit sie nicht verlieren. Auch durch diesen professionellen Auftritt bekommen sie keinen Imageverlust und sie reduzieren ihre Stornokosten. Und was auch wichtig ist, für die weiteren Betreibungskosten binden Sie kein Personal und es steht Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Beim vorgerichtlichen Inkasso haben wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung natürlich sehr hohe Einbringungsquoten. Wir haben einen professionellen Auftritt und wir unterstützen Sie auch durch unsere Bonitätsprüfungen, durch unsere Erhebungen und unser Scoring für Ihre Dienstleistungen, die Sie an Ihre Kunden wieder weitergeben können. Ihre Vorteile dabei sind natürlich die gesteigerte Liquidität aufgrund der höheren Einbringungsquote, die Aufrechterhaltung der Kundenbeziehung und auch eine kürzere Außenstandsdauer. Auch das gerichtliche Inkasso ist mit unserer Hilfe und unseren Partneranwälten für Sie aufgrund
unserer vorgereihten Scoring-Modelle ein nicht so kostenintensives Risiko und wir auch, haben auch hier die Möglichkeiten, Ihre Einbringungsquote und Ihre Liquidität zu verbessern. Und Sie haben natürlich dann auch die Möglichkeit, die Verjährungsfristen, die normalerweise in Österreich 3 Jahre betragen, auf 30 Jahre zu erweitern. Wenn die Titulierung oder der Titel nicht sofort einbringlich gemacht werden kann, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Ihnen hier eine Überwachung dieser Titulierungen anzubieten. Nicht jeder Schuldner ist 30 Jahre zahlungsunfähig. Und hier haben wir Möglichkeiten, durch unseren speziellen Workflow ständige Aktivitäten nachzuschauen, besteht nicht jetzt die Möglichkeit, Ihre Forderungen doch noch einbringlich zu machen, ohne dass Ihnen Personal- oder Zeitaufwände entstehen. Weiters können wir Ihnen seit letzten Jahres anbieten, für leistungsgestützte Forderungen mit unserem Partner, das ist Europas größter Anbieter für Forderungskauf und Forderungsverwaltung, für Großkunden die Forderungen zu übernehmen. Sie haben damit sofort die liquiden Mittel zurück, können natürlich Personalressourcen wieder einsparen, verbessern Ihre Rentabilität und Bonität und sichern Ihre Ausfallsrisiken ab. Zu unserer Philosophie: Unser Kunde steht natürlich ganz oben bei uns. Wichtig ist uns die Zufriedenheit und die Partnerschaft, aber auch die langfristige Verbindung. Sie sehen hier nicht langfristige Bindung, sondern Verbindung. Denn für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden an uns binden, ohne ihn vertraglich oder Ähnliches festzulegen. Bei unseren Verträgen gibt es keine Bindung, keine Mitgliedsgebühren. Sie können uns Fälle übergeben, aber Sie müssen nicht. Wichtig ist, dass Sie zufrieden sind und hier haben wir auch immer versucht und werden es weiterhin einen unbürokratischen Zugang zu unseren Kunden zu haben und die Wünsche des Kunden immer zu erfüllen. Das ist natürlich nur möglich mit unseren Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sind hochqualifiziert, langgediente Mitarbeiter. Viele Mitarbeiterinnen sind seit Anbeginn des Unternehmens im Haus und werden auch ständig weitergebildet. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mich besonders freut, ist unsere geringere Fluktuation. Wir hatten in den letzten 10 Jahren nur 2 Mitarbeiter, die uns verlassen haben. Das ist ein sehr guter Wert und das freut mich ganz besonders. Der dritte Punkt ist natürlich der Schuldner. Und aufgrund unserer gut geschulten Mitarbeiter ist es uns ganz wichtig, auch ein ethisch korrektes Verhältnis mit dem Schuldner zu haben. Und natürlich bestimmt im Auftritt, aber immer korrekt. Es geht um Ihre liquiden Mittel, aber man muss auch die persönlichen Schicksale sehen und hier versuchen wir immer ein korrektes Auftreten dem Schuldner gegenüber. Und, was uns auch wichtig ist, der Schuldner hat alle Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Hier haben wir unsere Serviceleistungen auch in den letzten Jahren erweitert. Der Schuldner kann uns von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr erreichen, auch am Samstag erreichen. Natürlich alle modernen Informationsmittel der heutigen Tage sind möglich, wie E-Mail, SMS, wie über unsere Homepage, über Fax und so weiter. Und hier versuchen wir auch, den Schuldner zu unterstützen und ihn auch vor weiteren gerichtlichen Schritten zu bewahren. Wir sind der Schritt zwischen, bevor das Gericht losgeht und er unter Umständen für die Zukunft keine Kredite mehr bekommt oder keine Leasingverträge. Zu unserer Arbeitsweise, wie angesprochen, versuchen wir nach wie vor flexibel zu sein, auch als Marktführer. Hier ist es uns auch wichtig, dass wir nur dort Prozessketten haben, wo es Sinn macht. Im Kontakt mit dem Kunden sind wir immer so aufgestellt, dass ein Mitarbeiter für alle Punkte des Kunden relevant sind und er auch die Akten von Anfang bis zum Ende bearbeitet. Das heißt, wenn der Kunde bei uns anruft bezüglich eines Aktes, dann gibt es immer einen eindeutigen Ansprechpartner. Er wird nicht von Abteilung zu Abteilung weitergeleitet und hier kann man die Probleme oder Anfragen sehr schnell und unbürokratisch lösen. Wir haben auch natürlich für unsere Kunden ein Online-Portal. Hier kann der Kunde jederzeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche alle Informationen abrufen,
alle aktuellen Stände, alle Zahlungseingänge und somit gibt es eine maximale Transparenz auch für unsere Kunden. Um auch Ihre Forderungen optimal betreiben zu können, sind wir natürlich einem ständigen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterlegen. Hier haben wir auch eigene Scoring-Modelle entwickelt, wo wir, bevor wir mit der Betreibung Ihres Falles beginnen, auch Analysen mit anonymisierten Daten aus der Vergangenheit heranziehen und diese Daten einfließen lassen. Wir haben auch für viele unserer Kunden haben wir individuelle Workflows gestaltet. Hier haben wir auch zusätzlich noch ein Champion-Challenger-System eingeführt. Das heißt, wir haben einen bestehenden Workflow, es wird aber ständig an neuen Möglichkeiten gearbeitet und falls sich der Challenger als besser herausstellt, wird dieser zum neuen Champion und wir lassen uns wieder etwas einfallen. Was sind jetzt die Möglichkeiten für die öffentliche Hand? Wir haben natürlich auch für die einige Gemeinden und auch für die öffentliche Hand bereits sind wir in Verbindung und bieten wir natürlich unsere Leistungen an und führen diese auch durch. Aber auch für die Gemeinden hier wäre die Möglichkeit, Strom, Gas und Energieversorgung noch mehr zu unterstützen. Die Wasser- und Kanalgebühren, die Müllentsorgungskosten, Kindergarten-, Hortgebühren, Mietverschreibungen etc. Was ist jetzt das Einsparungspotenzial? Hier haben Sie natürlich die Möglichkeit des hundertprozentigen Outsourcings dieser Tätigkeiten, einerseits Personalaufwendungen einzusparen oder dieses Personal auch für andere Dinge einsetzen zu können. Es entstehen den Auftraggeber keine Kosten und damit auch geringerer oder kein Verwaltungsaufwand mehr. Als Praxisbeispiel darf ich hier zum Beispiel die GIS-Gebühren-Infoservice anführen. Hier haben wir im Jahr 2011 18,5 Millionen Euro einbringlich gemacht. Wir hatten eine Übergabe von 170.000 Neufällen pro Jahr und wir haben pro Tag 800 Schuldnerkontakte, die wir für die GIS übernehmen. Wien Energie ist auch ein teilöffentlicher Bereich in Wien. Hier hatten wir im Jahr 2011 fast 800.000 Euro Transaktionsvolumen, ca. 4.000 Übergaben pro Jahr und wir haben 20 Schuldnerkontakte täglich. Natürlich übernehmen wir auch die gesamte Fremdgeldverwaltung. Das heißt, alle Ihre Zahlungseingänge verwalten wir, forschen wir nach und führen Ihnen periodisch diese Zahlungen nach zu Ihrem Konto mit Detailaufstellungen der einzelnen Einzahlungen. Was ist jetzt der Vorteil? Einerseits haben Sie einen verbesserten Cashflow, weil der Zahlungseingang früher erfolgt, die Einbringungsquoten werden höher und die Liquidität wird gesteigert. Zur Kundenbeziehung ist auch gesagt, dass es oft angenehmer ist, wenn man dieses heikle Thema der Forderungsbetreibung einen Dritten überlässt. Damit habe ich die Möglichkeit, diese persönlichen Spannungen, die es dann geben kann, wegzunehmen und sich auf die professionelle Hilfe und Unterstützung von EIS Inkasso Service verlassen zu können. Und ein großes Thema ist natürlich immer die Kosteneinsparung, die Sie dadurch erreichen können. Zu den Kosten, wie schon angesprochen, im vorgerichtlichen Bereich Early Collection, Debitor Management, haben Sie die ganz große Möglichkeit, hier die Kosten einzusparen, da wir von Ihnen keine Kosten verlangen. Das heißt, Sie tragen bis zum vorgerichtlichen Bereich gar keine Kosten. Dieses Kostenrisiko übernimmt IES für Sie und Ihnen entstehen keine Kosten. Auch im gerichtlichen Bereich können wir Ihnen Modelle anbieten, die kostengünstiger sich darstellen, als es normalerweise wäre, wenn Sie es selbst durchführen würden mit Ihrem Anwalt. Hier haben wir eigene Kooperationen mit Partneranwälten und auch hier können wir Ihnen Dienstleistungen anbieten, die Ihre Kosten schonen. Wie schaut jetzt die Schuldnersituation in Österreich aus? Hier bemerken wir einen Trend, der sich in den letzten Jahren noch mehr verstärkt. Das ist eben leider der Bereich der jungen Leute,
wo der Großteil der Schuldner zwischen 21 und 30 Jahren liegt. Das hat vielerlei Gründe. Oft ist dies begründet dadurch, dass hier junge Leute Statussymbole nachjagen, hier ihr Geld ohne großes Überlegen ausgeben und keine Sicherheiten bilden. Und Großteil der Schuldner, Sie sehen, ein großer Bereich, über 50% befinden sich zwischen 21 und 40 Jahre. Wie die sehr geehrten Damen sicher schon selbst vermutet haben, sind die Männer die größeren Schuldenmacher als die Frauen. Wobei man auch aber auch hier bemerken muss, dass die Frauen aufholen. Also noch vor 3 Jahren hatten wir 38% der Frauen. Also es gibt hier eine leichte Steigerung. Und wenn wir uns die Verteilung in Österreich ansehen, hier haben wir eine Stichprobe gemacht von ca. 35.000 Schuldnern und diese eben umgelegt auf diese Stichprobe auf Österreich. Und hier sehen wir, dass Wien als Stadt, als Ballungszentrum, den größten Anteil dieser Schulden trägt, aber auch gleich gefolgt von Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark. Und hier sieht man, dass Burgenland und Vorarlberg die geringste Quote haben. Jetzt könnte man natürlich auch den Umdruckschluss machen und sagen, natürlich der beste Schuldner ja, ist die Tiroler oder burgenländische Hausfrau, Ende 50. Ja. Und das Schlechteste ist der junge Wiener Städter. Ja. Aber wichtig ist natürlich für Sie, dass Sie einerseits dieses Modell kennen, aber so einfach ist es dann auch nicht. Natürlich ist es hier schwierig, diese Algorithmen zu finden. IS Inkasso Service kann Sie dabei unterstützen mit diesen eigenen Scoring-Modellen, wo wir sehr viele Daten aus der Vergangenheit natürlich anonymisiert heranziehen, um die bestmögliche Qualifikation zu machen und Ihnen auch anbieten, bevor Sie Geschäfte eingehen, Ihnen eine Auskunft zu geben, ist das für Sie ein gutes Geschäft oder raten wir Ihnen eher davon ab, was die Bonität Ihres zukünftigen Kunden angeht. Damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde mich auf einen Besuch an unserem Stand freuen. Ich bedanke mich. Applaus